Morgen. Ich hier allein. Also, ja, bloß im Schlafzimmer. Aber ich weiß nicht, wie lange es hier gut geht. Heute Morgen konnte ich schon mal ein bisschen was am Rechner machen. Und Teddy auf dem Balkon war. Merke, wenn er auf dem Balkon ist, das macht er eigentlich eine ganze Weile, ein bisschen zu kalt, wenn er wieder reinkommt. Obwohl er heute zweimal nochmal raus wollte. Oder was, nur einmal? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Jetzt zweimal wollte er nochmal raus. Aber er war vorhin eine ganze Weile auf dem Balkon, hat nicht mitbekommen, dass er reingegangen ist, hat ihn dann gesucht und das war ja nicht da. Da konnte ich hier was machen. Tatsächlich. Also ich habe schon was getan. Ich bin nicht fertig geworden, aber das ist eine andere Geschichte. Ich konnte was machen. Ja, ich setze mich mal kurz hier hin. Liegt er auf dem Kratzbaum? Mal gucken. Ich weiß nicht, ob er mitbekommen, dass ich rausgegangen bin. Vielleicht schläft er auch gerade mal ein bisschen. Apropos Schlafen, wie war die Nacht? Das ist die große Quizfrage des Tages. Wie war die Nacht? Warum quatscht die jetzt? Egal. Erst relativ okay. Dann um 2:37 Uhr. Ich habe auf die Uhr geguckt. 2:37 Uhr kratzelte es an der Tür. Ich also meine Bettdecke geschnappt rübergegangen. Hat dann nochmal ein bisschen gekratzt und war auf Klo und keine Ahnung was. Hat sich dann zu mir gelegt. Der macht sich vielleicht breit, meine Güte. Also erstmal ein bisschen kuscheln, aber nicht wirklich kuscheln, weil die ganze Decke roch ja nach Diablo. Ah, ja. Also hat er rumgeschnüffelt und war nicht so auf Kuschelkurs. Hat sich dann aber auch auf die Decke, aber am Fußende hingelegt. Und hat sich richtig breit gemacht, aber wir konnten schlafen. Ich war nur mit angewinkelten Beinen. Die Couch ist eher an der Stelle zu kurz, da meine ich, ich muss mal die lange Seite nutzen, das muss man aber freiräumen mit den ganzen Kissen und das möchte ich nicht nachts machen, wenn ich dann im Dunkeln rumhantiere. Genau. Ja, hat sich dann dahin gelegt, ich lag also angewinkelt da bis 5:11 Uhr, da bin ich aufgewacht und habe eine Brille aber nicht dabei gehabt. Also bin ich aufgestanden und bin so die jetzt gerade losgequatscht hat, gegangen und habe auf die Uhr geguckt. 5:11 Uhr, ist okay, alles klar. Und dann bin ich wieder hingelegt, ist mir langgestreckt, er hat sich dann eingekringelt und kurz vorm Weckerkrähen bin ich wieder wach geworden. Dann bin ich rüber. Und die haben aber ganz aufgeregt, er hat mich schon vermisst und überhaupt, der muss dann durchgekuschelt werden, so richtig doll durchgekuschelt werden, das ging gar nicht. Wo warst du denn? Wo warst du denn? Ich habe richtig gemerkt, oh, mein Schnuffi. Ja, also haben wir ganz viel gekuschelt. Ja, und jetzt? Ist eigentlich relativ entspannt. Diablo war auch schon an der Tür gucken, obwohl heute Morgen war es überhaupt nicht entspannt. Aber ja, ich habe das Wichtigste vergessen. Dann ist erstmal dann beide in Diablos Haarbällchen gelatscht. Oh, es geht schon. Ich hier rüber. Oh, ich komme. So. Lass mich mal durch. So. In die habe ich hingelatscht. Oh, es ist kalt hier von der ganzen Tür auf und weiß ich nicht. Ja, dann. Was war noch? Ach ja, dann habe ich mein Frühstück machen wollen. Habe also die Napf in der Hand. Blöd nur, dass dann die gerade vorbeigeswitchelt ist, hinten. Und Teddy es gesehen hat und dann an meinen Beinen vorbei rüber ins Schlafzimmer. Daniel war aber noch im Schlafzimmer, konnte ihn also aufhalten und wieder hierher bringen und dann war gut. Genau. Und dann hat Teddy es geschafft, das Klo nicht richtig zu treffen, sodass seine Würstchen auf der Matte gelandet sind. Also musste das Klo, war auch ein bisschen angedüdelt, das Klo davor dann von Daniel selber gemacht werden, während ich halt das Katzenklo weggemacht habe. Es war schon sehr spaßig wieder heute Morgen. Es wird hier nicht langweilig in unserem Haushalt. Teddy, komm mal von der Tür einfach weg vielleicht, hm? Das wäre doch mal angemessen. Ja, aber ich konnte mich zwischendurch auch anziehen, während er wieder auf dem Balkon war. In aller Ruhe. Und jetzt habe ich immer noch meinen Kaffee. Seit Stunden. Und Hermes kommt irgendwann heute abholen. Ein Kostüm, was verkauft ist. Das steht auch schon draußen vor der Tür. Ein Riesenkarton. Das muss aber irgendwie jetzt bar bezahlt werden bei Abholung. Also anders ging es wohl nicht bei der Größe. Naja, okay. Dann ist dem so. Und ich werde nachher nochmal zu Megazoo tippeln, was kaufen. Und wollte ich nicht noch irgendwas?
Habe ich gedacht, das war noch irgendwas, wo ich dann gleichzeitig mit hingehe. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Dafür werde ich Sarah zum Mega zu gehen. Ach ja, genau. Das Ladekabel einpacken und mitnehmen, damit ich es gleich auch wegschicken kann. Richtig, das wollte ich machen. Die Sonne scheint heute. Jetzt ist sie gerade hinter dem Balken, dass ich nicht gleich geblendet werde. Wie die ganze Zeit über. Genau. Mal gucken, was heute also so los ist hier bei uns. Wir haben noch eine neue Möglichkeit für abends für die weitere Zusammenführung. Ah ja, und die habe ich dann vorher auch an der Tür. Die Füße auf dem ja, Fensterrahmen von der Tür. Der Desaster. Ich weiß nicht, ob er ihn gesehen hat. Hätte ihn auf jeden Fall gesehen, hat er da runtergeguckt. Aber nichts gemacht, kein Laut, kein gar nichts. Und Diablo stand halt dann minutenlang an dieser Tür und guckte hier rüber. Und guckte aber auch nach oben. Ich weiß, wie gesagt, nicht, weil das ja so ein Grisselfenster ist, leider nicht so. Dann wäre schon wieder raus. Nicht so ein glattes Fenster, was schöner wäre in dem Fall. Deswegen weiß ich nicht, ob er ihn gesehen hat. Wäre auf jeden Fall schön, wenn. Aber er hat hochgeguckt. Ich weiß es nicht. Nun gut, das fällt mein Block hier gleich runter, den ich jetzt brauche. Ja, genau. So viel zum Update des Morgens. Komm, es ist ja gerade mal 9 Uhr und es ist schon eine Menge passiert hier. Oh, man sieht ihn gar nicht. Man sieht ihn gar nicht so. Da unten hockt er. Ja. Na gut. Fröhlichen Start in den Tag. Ich du gerade so eine Angel durch die Weltgeschichte. Er ist gerade total in Spielern. Was hast du dort am Schwanz? Nein, du warst unter der Couch, man merkt's. Ich muss hier unter der Couch, was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du bist mir so ein Held von Welt hier. Habe ich schon erwähnt, dass Teddy in der Hinsicht, was den Balkon betrifft, wie Mia ist? Kommst du die Tür zu? Nee, ich will wieder raus. Oh. Heute ist auf jeden Fall Balkontag. Schnief. Es ist hier furchtbar kalt drin. Heizung runterdrehen, wenn er draußen ist und so weiter und so fort. Und ich mit meiner Decke hier. So. Und ich müsste jetzt ganz viel Tee trinken, wenn er warm wird. Und wenn er aber jetzt draußen ist, gehe ich erstmal auf jeden Fall Diablo kuscheln. Und schau mal, ob ich drüben was machen kann. Ich probiere es. So. Im Prinzip könnte ich jetzt schon losgehen. Hermes war gerade da. Ich sehe aus wie, ich muss unbedingt duschen. Ja, das Paket gerade abgeholt. Fragt er so mit gequältem Gesichtsausdruck. Ist es schwer? So, nein, es ist relativ leicht. Es ist nur groß. Gibt es einen? Ach, das geht ja. Ja. Also kann ich wirklich, wie ich wollte, eigentlich mittags um 12 oder sowas lostippeln. Kann ich das Paket noch fertig machen? Und ja, dann will ich danach wahrscheinlich duschen. Weil mit nassen Haaren rausgehen und überhaupt ist auch wieder doof. Also erst lostippeln. Dann duschen und dann mal gucken. Kommt drauf an, wie schnell ich heute wieder hier was machen kann. Also, das Paket fertig machen, das ist das Erste. Genau. Zur Bergstation bringen und von da aus dann mit dem Bus weiterfahren, weil so nah ist Megazoo nicht dran, dass ich da jetzt hinlaufen wollen würde. Nope. Schon gar nicht bei der Kälte, das ist jetzt. Die Temperatur draußen auf dem Balkon zeigt 9,5, andersrum 5,9 an. Ich sehe doch ein bisschen frischlich. Von daher werde ich mit dem Bus fahren. Und so, schauen wir mal. Aber dann kann ich meinen Plan, den ich ursprünglich hatte, wenigstens umsetzen. Der kam doch relativ früh. Es ist nämlich von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends, wo der kommt. Das ist also genau das gleiche schöne Zeitfenster wie bei DHL, nur dass es eine Stunde versetzt ist. Aber ja, den kam sehr gut früh. Finde ich in Ordnung. Prima. Ich konnte übrigens nicht lange drüben sitzen. Ein bisschen, was konnte ich machen, aber nicht viel. Dann kam er wieder angekratzt. Jetzt sitzt er oben auf dem Kratzbaum, ganz entspannt. Hat er hier auch schon ordentlich rumgetobt vorhin. Das heißt, er ist vielleicht erstmal ausgepowert. Das fände ich schön. Manchmal macht er einfach nur Quatsch, ne? Nur Quatsch, der ist dann nicht ausgelassen und dann geht es hier rund. Und man muss ihn beschäftigen und bla 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 und keine Ahnung was. Ja. Bin ich jetzt ganz froh, dass er da oben sitzt und ich hier meinen Krams machen kann. Ich mache jetzt hier Autorengedönse. Genau. Dass das mal vorankommt. Das möchte ich mir gerne bis übermorgen fertig haben. Aber das werde ich auch noch im Schreibtag was erzählen, hoffentlich. Aber erst im geduschten Zustand. Das kann man hier so nicht. Hat geht es unterwegs. Katzenfutter im Gepäck. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Ich muss nicht einmal zum anderen Futterhaus.
Allerdings, der Bus hat meine Nase weggefahren. Das glaube ich. Dieses Stückchen. Vielleicht der Komplex. Mal gucken. So weit ist es ja auch nicht. Aber mal sehen. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Ich weiß es noch nicht, ob ich komplett laufe oder nicht. Gut, dass ich meine Kopfhörer dabei habe. Ich kann ja gleich meinen Hörer weiterhören. Supi! Meine Cousine hat sich gerade gemeldet. Das, also die Stelle, die sie dachte, die ist irgendwie gar nicht da. Vielleicht doch schon länger her, als sie dachte, oder hat irgendwas Falsches gelesen, oder wie auch immer. Aber ich soll ihr meine Bewerbungsunterlagen schicken und dann schauen wir mal. Vitamin B hat da ja schon mal funktioniert, ne? Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Drückt bitte einfach die Daumen für alles. Ich werde nachher auch noch eine Bewerbung abschicken, wahrscheinlich also dann beide direkt heute machen. Ja. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ob was rauskommt und überhaupt und keine Ahnung was. Und ja, wie lange ich jetzt hier vor mich hindümpeln darf, ne? So, ich konnte gerade einen Vlog schneiden, den für heute. Er speichert jetzt, aber dann wurde ich ja schon wieder gerufen. Ich warte also jetzt auf Daniel, der ist auch schon auf dem Weg nach Hause. Und dann lade ich es hoch und dann ist Goodie. Es ist ja schon fast fertig. Ich muss es noch fertig machen. Aber ansonsten ist es soweit fertig. Und ich habe gerade mal geguckt, im TVÖD, im Tarifvertrag öffentlicher Dienst Bund, wo ich mich ja heute bewerben werde bei zwei Stellen. Also im öffentlichen Dienst im Bereich Bund. Es gibt ja Land und Bund. Bund zahlt mehr als Land. Da war ich ja vorher auch. Und wenn ich denn runterstufen sollte auf 25 Stunden, was ich vorhabe tatsächlich, würde ich ungefähr genauso viel verdienen wie am Anfang in der Behörde mit Vollzeit, 39 Stunden. Finde ich okay, damit kann ich leben. Und es erhöht sich ja halt tarifmäßig immer wieder, ne? Das hatte ich ja jetzt immer gehabt. Ich fange immer wieder, wenn ich runterstufe bei der mit dem Gehalt an und wird dann einfach wieder höher. Also das ist so mein Plan jetzt. Ne? Ich hoffe, dass es funktioniert. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, ob was passiert. Man kann es nicht wissen. Aber das wäre halt der Idealfall, sagen wir es so. Zurück im öffentlichen Dienst. Und ja, schauen wir mal. Wäre schön, wenn meine Cousine was organisieren kann. Sagen wir es so. Ja. Ich bin gleich gespannt. Jetzt sehe ich das Schweinchen, ne? Ich lasse das mal lieber. Oh. Ja, ansonsten sitze ich jetzt hier und warte. Ah, auf Daniel. Naja. Und dann werde ich den Vlog hochladen, dann werde ich duschen, dann werde ich, was will ich denn noch machen? Irgendwas wollte ich noch machen. Den zweiten Vlog schneiden, genau, den für morgen schon mal. Für den Fall, dass der Internet ausfällt oder sowas. Ich wollte eigentlich gestern schon machen, aber ich habe es nicht geschafft. Dann werde ich die Küche noch machen. So, ich glaube, das war's dann. Vielleicht noch Wäsche zusammenlegen. Mal gucken, ob das alles so in den Plan passt. Und dann auf jeden Fall bei Diablo sitzen und lesen. Ja, gut, Wäsche zusammenlegen kann ich auch da machen. Das ist ja auch bei ihm sein. Mal schauen. Gelesen habe ich heute noch nicht so viel. Ein bisschen E-Book und das Hörbuch gehört. Aber ansonsten habe ich noch nicht wirklich gelesen. Ich habe nur noch zwei Tage. Ich weiß gar nicht, wie weit bin ich denn jetzt bei Book Lovers? Lass mich kurz gucken. Schauen, ob keiner guckt. Ich habe jetzt 39%. Ob ich das noch schaffe, weiß ich nicht. Ich wage es gerade zu bezweifeln. Im Fairy Tale Camp bin ich auch noch nicht so weit. Also es ist immer noch ein Stückchen zu lesen. Also da schleift es auch gerade extremly. Mein Kopf ist immer halt woanders und dann sind andere Sachen wichtiger. Vielleicht sitzt es ja nur hier. Obwohl ich ja nicht Zeit habe jetzt dafür, kriege ich es nicht gebacken. Na, schauen wir mal. Wir werden sehen. Aber ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen lesen. Von daher werde ich es wahrscheinlich das Wäsche zusammenlegen auf morgen verschieben. Da muss ich das Bad nicht putzen. Das mache ich ja heute. Genau. Und dann mal gucken, wie lange ich morgen auf der anderen Seite dieser Tür sein darf.
Wir machen immer noch 10 Kreuze, wenn die nicht offen sein darf. Und alles gut ist. Oh. Ach ja, dann müssen wir nachher noch mit dem Gitter machen. Mal wieder. Ja, und so in etwa, ja, so hier, nur noch ein bisschen langgestreckter, lag er heute Nacht. Halt bis zum anderen Ende der Couch. Und ich hätte nicht unbedingt so viel Platz. Er hat Stress gemacht. Er wollte raus. Wo sitzt er? Auf der Lehne, wo er Stress gemacht hat. Ohne Stress machen jetzt. Er hat mich so an Mia teilweise. Wirklich. Er hat einige Züge von ihr. Die sind so gleich. Das ist erschreckend. Gerade für den Balkon hat er mir auch ein super Talent für. Oh, vielleicht ist doch. Oh. Oh. Tatsächlich. Na denn, viel Spaß in der Kälte. Zu später Stunde sitze ich wieder im Wohnzimmer, wo ich eigentlich den Rest des Tages drüben bei Diablo sein wollte. Dann bekam sie Diablo, oh, Namen. Dann die Nachricht, dass das Lager muss. Im letzten Kostüm, was zurückkam, sind wohl eventuell noch Sportschuhe drin oder andere oder irgendwelche Turnschuhe oder so, die zu einem anderen Kostüm gehören, die nicht zu ihm gehören. Deswegen musste er jetzt hin. Und ich habe versucht, drüben zu bleiben, aber Monsieur Teddy ist heute wieder ein bisschen anstrengend. Hormone und so, ne? Auch bei dem Zusammenführungsgeding, sie vorhin, wir haben jetzt die Badezimmertür offen gelassen mit. Viel, viel besser, 100% viel besser. Dann kann die aber sich nicht mehr ins Badezimmer zurückziehen, so unterm Waschbecken quasi, und rüber gucken und ist dann entspannter, als wenn nur auf dem kleinen Mini-Flur. Viel, viel besser also. Aber Teddy wollte halt die ganze Zeit, also das ist die ganze Zeit, die halbe Zeit, die zweite Hälfte der Zeit, wo wir es gemacht haben, immer wieder rüber. Durchs Netz und alles Mögliche. Hat also nicht so gut funktioniert. Aber er ist heute generell so ein bisschen aufgedrehter. Die letzten beiden Tage war relativ ruhig und entspannt. Aber es ist bei diesen Hormonzeugs, das geht halt hoch und runter. Und das ist heute wieder, hat man gemerkt, oder merkt man generell heute, dass heute wieder so ein Tag ist. Ein anstrengender Tag. Ja, mal gucken, wie die Nacht wird. Oh, ich hoffe nicht, dass ich hier wieder rüber muss. Ich hoffe, dass ich einfach mal drüben schlafen kann, bis der Hahn kräht. Dann mache ich auch schon 10 Kreuz, wenn das passiert. Immerhin konnte ich heute maximal 2 Stunden oder ungefähr 2 Stunden insgesamt drüben im Laptop sitzen. Was ja auch schon mal viel wert ist. Ja. Mal gucken. Daniel macht am Freitag Homeoffice wieder. Weil der BVG streikt, also unsere Verkehrsbetriebe. Genau. Und dann kommt er hier nämlich gar nicht weg. Die S-Bahn, die dann zwar fährt, aber die ist dann schon so weit entfernt, dass man erstmal mit U-Bahn, Bus oder sonst irgendwas fahren muss. Obwohl Bus klappt nicht mal. Bus muss man 1000 Mal umsteigen. Also mit der U-Bahn fahren müsste, um zur S-Bahn zu kommen. Beziehungsweise er wäre ja eh in Potsdam dann. Und Potsdam streikt wohl auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das ist alles ein bisschen kompliziert. Deswegen macht er am Freitag wieder Homeoffice. Yay! Ist doch schön. Und danach, also abends muss er ins Lager, nachmittags, abends, nach Feierabend halt. Und von hier aus ist es ja nicht so weit wie von Arbeit zum Lager. Also von daher nochmal Zeit gespart. Genau. So sieht's aus. Ein bisschen müde, es ist da gleich 9. Eigentlich müsste ich mich gleich fertig machen. Ich sehe gerade nochmal einen Hamburger, da habe ich bei meinem Beruf bestellt. Die Pommes leider. Ach, absolut kalt. Oder ich habe so lange gebraucht zum Duschen, ich weiß es nicht. Währenddessen kam es nämlich, aber so schnell werden sie jetzt auch nicht. Also klar werden sie schnell kalt, aber ich hätte auch schon mal warme Pommes gehabt. Egal. Pommes bestellen ist eh immer so eine Sache, ne? Ja, davon habe ich dann nicht so viel gegessen. Also, Hälfte vielleicht. Oh, ja. Jetzt hoffe ich, dass Daniel gleich zurückkommt. Und ich habe schon in Fairy Tail Camp weitergelesen. Ups, man sieht gar nichts. Und habe nur noch so ein Stöckchen. Also, das könnte tatsächlich bis übermorgen was werden. Dass ich zumindest dieses Buch auslese. So lange habe ich schon nie für so ein Buch gebraucht, ne? Das ist maximal 2 Tage, ist es ausgelesen normalerweise. Aber jetzt ist es irgendwie. Pff, ich habe keine Ahnung, wann ich angefangen habe zu lesen. Wobei, ich könnte, glaube ich, gucken. Könnte ich doch, glaube ich, bei Redo sehen, oder? Bei den.
Abständen. 19.01. habe ich angefangen zu lesen, wobei ich am ersten Tag, als es ankam, schon ein paar Seiten gelesen habe, aber nicht viel. Am 19.01. habe ich den ersten Abschnitt gelesen. Oder den ersten Eintrag gemacht. Ich meine, das sind 10 Tage? 11 Tage? Schön. Das ist für so ein Buch echt Wahnsinn. Ja, na gut. Wie dem auch sei. Gut. Wie gesagt, dann warte ich jetzt hier auf Daniel. Dann mache ich mich fertig und dann geht's ins Bett. Da ruft er schon an.